flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. Hello and welcome inside. Und zurück zu einem neuen Video. Heute mit einer neuen Challenge von uns. Genau. Nämlich den Boyfriend or Girlfriend Tag. Genau, und zwar haben wir jeweils Fragen vorbereitet, die der andere noch nicht weiß, und die werden wir uns jetzt gegenseitig stellen und dann werden wir mal schauen, wer hier besser zuhört. Ja, okay. Und dann geht's auch schon gleich los mit dem Video. Die erste Frage von mir: Was ist meine Lieblingsserie? Okay, ich würde eigentlich sagen Prison Break, aber da wir, ja, ich habe ja gesagt, okay. Aber es ist es nicht mehr. Und zwar haben wir seit neuestem, also jetzt schon ein bisschen länger her, aber Vikings für uns entdeckt. Und deswegen würde ich sagen, dass Vikings deine Lieblingsserie ist. Okay, das stimmt. Juhu! Erster Punkt für dich. Ich dachte echt, du weißt es nicht. Warum? Du nimmst irgendwas anderes, dachte ich. Nee, ich wollte doch erst Prison Break nehmen, aber okay. Ah, schade. Ich fange gleich mal mit einer richtig schweren Frage an. Also eigentlich ist sie nicht so schwer. Aber naja. Was war mein erstes Haustier? Name? Und da du safe weißt, was es ist, auch Rasse und oder Farbe. Mal gucken, was du alles hinkriegst. Also, dein erstes Haustier war ein Hund, das weiß ich auf jeden Fall. Der Name war Wilma. Mhm. Und jetzt musst du noch die Rasse sagen oder die Farbe. Achso, ich weiß auf jeden Fall, dass es ein riesiger Hund war. Und ich glaube, es war eine Dogge. Oder? Woher weißt du das jetzt? War es eine Dogge? Ja. Und die Farbe? Hä? Wir haben uns die Fragen eigentlich nicht vorher gesagt, aber wir haben so einen kleinen Sneak Peek uns gegenseitig gegeben und die Frage habe ich Juli gestern schon gesagt. Er wusste die ganze Zeit nicht, was für eine Rasse. Ich habe aber jetzt die ganze Zeit überlegt. Oder Golden Retriever. Ist Dogge richtig? Ja, Dogge ist richtig. Eine blaue Dogge. Blau. Nein, ich wollte. Ah, schade. Na gut, ich hätte jetzt braun geraten. Ja, braun. Nee. Braun war falsch. Ja. Aber auf jeden Fall ganz gut. Richtig. Dogge ist mir vorhin noch eingefallen, echt? Ne? Ja. Okay, na, das ist doch ganz gut, wenn du es weißt. Ja, nur die Farbe, schade. Ja, das ist ja auch ein bisschen schwer. So, meine zweite Frage ist, wohin würde ich am liebsten reisen? Was wäre jetzt so das Urlaubsziel, was ich so übel feiern würde? Nicht. Du äußerst eigentlich nie, wo du gerne hin willst. Eigentlich sagt dann ich immer, ich mache ich mal die Vorschläge. Okay. Deswegen, ich würde jetzt einfach mal sagen, weil mir jetzt Paris ausgefallen ist und du dich auch relativ drauf gefreut hattest und so, würde ich jetzt einfach mal sagen Paris. Aber ich glaube, USA willst du auch mal gerne, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so dein Dream einfach. USA ist richtig. Okay. Habe ich mir gedacht. Das ist so übel mein Dream, da einfach mal hinzufahren. Echt? Achso, hinzufliegen natürlich. Ja, aber nicht so ein krasser Traum, oder? Doch. Ich finde das da irgendwie voll cool. Okay. Aber ich will das halt erst machen, wenn man dann halt auch echt genügend Geld hat, um sich da halt dann richtig dazu gönnen. Okay. Dass man da halt nicht auf alles schauen muss. Ja, okay. Next question. Yes. Okay. Meine Lieblingsserie, als ich klein war. Als du klein warst? Ja. Wie klein ist klein? Als du noch ein richtiges Kind warst oder ja. So? Also ist schon mal nicht One Tree Hill? Nein. Nein. Als ich klein war. Bibi und Tina? Was? Nein? Nein. Ach, Schatz. Was ich habe das sogar eben beim Fertigmachen noch die Anfangsmelodie so getrellert, weil ich so drüber nachgedacht habe. Und dann dachte ich mir so, oh scheiße, nicht, dass er es jetzt weiß. Das habe ich aber nicht gehört. Hast du mir das überhaupt schon mal gesagt? Okay, warte, wer erkennt's? Hannah Montana! Oh, okay. Deine Kraft, sie heißt Believex. Nein. Diese Feen da. Ja. Wings. Wings? Ah, scheiße. Ja, okay, eigentlich. Aber Hannah Montana war auch ja, nicht schlecht. Ja, Hannah Montana war mein Leben. Aber eigentlich wollte ich auf Wings Club. Ah, schade. Wer hat Wings Club auch so gefeiert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Meine absolute Lieblingsserie. Ich wollte immer Stella oder Layla sein. Kenn ich alle nicht. Ja, ich weiß, aber. Schade, das hätte ich echt wissen sollen. Ja. Aber Hannah Montana war eigentlich. Ja, Hannah Montana war mein Leben.
Okay, nächste Frage. Mhm. Das habe ich dir auch schon mal erzählt. Meine schlechteste Note in der Grundschule und die Story dazu. Also, in der Grundschule weiß ich auf jeden Fall, dass du ein richtig, richtig krasser Streber warst und so voll die Einzelschülerin. Ja. Deswegen war es auf jeden Fall keine 6, weil das hattest du nicht. Nein. Ich dachte, wusste doch nicht mal, dass in der Grundschule solche Noten existieren. Ich glaube, die war eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, das war eine 3. Und wo und warum? Ich weiß es wieder. Okay. Das war eine 3 in Werken, yeah. Weil du das mit irgendjemandem zusammen gemacht hast. Und dann habt ihr euch irgendwie gezopft, und, was ihr halt bauen wollt. Und dann hast du dein eigenes Ding gebaut und hattest dann nicht mehr genug Zeit. Genau. Oh yes. Okay, das war echt richtig krass. Gut. Ist mir aber auch, ich hatte irgendwie die ganze Zeit Deutsch im Kopf. So. Oh, ist nein. Ja, ich hatte nur eine 3 in der ganzen Grundschulzeit. Ich war in der Grundschulzeit irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, war da irgendwie Level. Voll gut und dann ist es irgendwie richtig gesunken, so von 5. Ja. bis zur 12. Aber ja. Da merken wir uns mal, meine einzige 3, das war das Schlimmste für mich. Meine nächste Frage: Was war früher mein Lieblingsfußballer? Keine Ahnung. Und ich kann dir noch als Tipp geben, der Also ich weiß, aber man sagt das nicht, sag das nicht. Sag, gib mir mal bitte keine Tipps. Okay, keine Tipps. Weil, also ich weiß es nicht, weil, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass irgendjemand von FC Bayern München sein muss. Das ist schon mal richtig. Wenn du ein kleiner Allmann bist und wer, keine Ahnung, also pff. Jetzt ein Tipp? Ja. Also, er spielt immer noch dort und er hat die Position gespielt, die ich auch gespielt habe. Boateng? Nee. Alaba? Ja. Ich wollte zuerst Alaba sagen. Ich wollte wirklich zuerst Alaba sagen. Ja, aber das gibt eigentlich schon einen Punkt. Ich habe gesagt FC Bayern München und ich wollte eigentlich zuerst Alaba sagen, aber ich habe dann mir irgendwie so gedacht, hey, Boateng spielt Alaba. Ja auch übel meine Position. Ja, keine Ahnung, aber... Ne, Alaba fand ich früher immer richtig, richtig cool. Okay. Nächste Frage. Und zwar... ich wollte so machen, dass wir es so machen, dass du mir 3 Charaktereigenschaften über mich nennst und ich habe mir auch 3 aufgeschrieben. Also ich habe mir 5 eigentlich aufgeschrieben. Und wir gucken, wie viele übereinstimmen. Also 3 Charaktereigenschaften. Von dir? Ja, genau. Also du bist sehr selbstbewusst. Mhm. Ich habe aufgeschrieben ehrgeizig. Also ehrgeizig slash selbstbewusst. Also eigentlich, ja, ein Punkt. Du bist sehr, sehr hilfsbereit. Okay, ja, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber okay. Aber bist sehr trotzdem. Ja. Und ich würde sagen, weil du immer so viel Blödsinn erzählst, dass du sehr, sehr lustig bist. Oh mein Gott, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ja, stimmt. Lustig, stimmt, aber ich habe eigentlich aufgeschrieben, loyal, ehrlich, stimmt, stur und ungeduldig habe ich nur aufgeschrieben, weil ich dachte, ja, ich wollte eher so Positives sagen, weißt du. Okay. Ja, okay, aber eigentlich hat alles gestimmt. Ach, stimmt, ehrlich bist du auch übel. Ja, okay. Ja, stimmt. Aber meine waren auch nicht schlecht. Deine waren auch nicht schlecht, ja. Meine nächste Frage: Was waren meine 3 Haustiere, die ich als Kind hatte? 3. 3 Haustiere. Also auf jeden Fall Katzen. Ja, die haben wir ja immer noch. Und Hasen. Und Hasen, das hast du ja schon mal gesehen. Das dritte. Ich stelle mir jetzt eigentlich bei dir so einen Fisch oder irgend sowas vor. Oder so einen Regenwurm oder so. Ja, genau, einen Regenwurm. Ich zieh mal im Zimmer ein. Meerschweinchen? Wieso Meerschweinchen? Ich glaube, hast du irgendwann mal gesagt. Stimmt, aber wir sind letztens an dem Stall vorbeigelaufen und da habe ich dir das gesagt. Ja. Meine nächste Frage: Was wollte ich früher werden? Also was habe ich in jedes Freundebuch früher geschrieben, was ich eigentlich vom Beruf werden wollte? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig denke, aber vielleicht Lehrerin? Ja. Ja? Ja, ich wollte immer Lehrer werden. Jetzt eine ganz lustige Frage: Welches Instrument kann ich spielen? Was? Keins? Also willst du jetzt auf eins hinaus? Weil keins ist eigentlich die richtige Antwort. Was lockst du ein? Du kannst. Bist der unmusikalischste Mensch, den ich kenne. Du kannst definitiv kein Instrument spielen. Und wenn du ein Instrument spielen kannst, dann ist es sowas wie
Glockenspiel oder sowas. Oder Triangel. Oder Triangel. Nicht schlecht, ja. Oder Bongos oder so. Die im Musikunterricht dann immer nur die Triangel, ja, oder diese, die Eier, diese Stäbe oder so. Hattet ihr die auch, diese, ja, Klangstäbe? Achso, keins. Ja, keins so richtig. Keins, ja, so richtig. Ich wollte sagen, also. Ich dachte erst, du zerbrichst dir jetzt so lange den Kopf, bis, nee, du irgendwas sagst. Also, schade. Ich kann mir das nicht vorstellen, dich und ein Instrument. Okay, ich habe noch eine Frage. Okay. Und zwar, welches Fach war mein bestes in der Schule? Also im Gymnasium. Im Gymnasium, was da dein bestes Fach war? Genau. Also du warst auf jeden Fall in Englisch, denke ich mal, ziemlich gut. Ja, wir hatten Englisch nur bis zu 10. Und, ach so. Ja, ich weiß nicht, da war ich schon gut, aber das ist wahrscheinlich nicht mein bestes Fach gewesen. Was war dein bestes Fach? Hattet ihr Musik noch so lange? Ja, ich habe Musik weitergemacht, aber es war nicht mein bestes Fach. War nicht dein bestes Fach? Nein. Oh, Scheiße. Hä? Was denn? Überleg mal. Was ist mein bestes Fach? Mathe ist es auch. Ja, nicht. Obviously not. Das wäre auf jeden Fall mein Lieblingsfach und da war ich auch immer gut drin. Okay. Also Sport. Sport war mein bestes Fach, würde ich jetzt so behaupten. Also eigentlich schon. Oh shit. Ja. Also das war ja gerade richtig lost. Ja. Oh. Tja, das waren alle meine Fragen. Hast du noch welche? Ich habe noch welche. Soll ich die einfach mal... Ja. Also da kann ich jetzt gleich mal die Gegenfrage stellen. Was war mein schlechtestes Fach in der Schule? Alle. Naja, ich würde sagen, eigentlich Mathe, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendein soziales Fach gewesen ist, wie Ethik oder so. Oder Musik, kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen. Oder Alter, Musik hatte ich mal im Endjahr sogar eine 1. Ja, ist auch eigentlich nicht sehr schwer, aber krank. Ich würde nicht Mathe einloggen, sondern Englisch. Obwohl es auch Mathe sein kann, aber ich stelle es mir eigentlich passender vor, wenn es Englisch wäre. Und? Das ist aber tatsächlich Mathe. Ja, gut. So, dann jetzt meine letzte Frage. Ja. Nämlich, dass wir beide zwei Gemeinsamkeiten von uns so aufzählen müssen. Okay. Warte, ich muss kurz nachdenken. Ich habe mir dann gestern schon überlegt, welche ich da nennen möchte. Okay, ich möchte. Soll ich einfach mal sagen, was mir einfällt? Sagen, was also, erstens sind wir beide abenteuerlustig. Also wir machen, unternehmen sehr gerne Sachen eigentlich. Also wir können nochmal chillen, aber wir unternehmen eigentlich relativ gerne Sachen. Dann interessieren wir uns beide für Mode. Wir sind beide schon relativ kreativ, auch wenn du das dir manchmal nicht so selbst eingestehen möchtest. Dann essen wir beide eigentlich alles. Und sind da nicht so mimimi. Und eigentlich sind wir beide auch relativ sportlich. Und interessieren uns auch generell für die gleichen Sachen. Genau, das wären so die Sachen, die ich jetzt sagen würde. Also ich hatte aufgeschrieben, dass wir beide hin und wieder ein bisschen ungeduldig sind. Ja, okay. Ja. Obwohl du nicht ganz so ungeduldig bist. Das stimmt, aber langsam wäre ich auch ein bisschen mehr. Dann habe ich nur lustig mit aufgeschrieben. Aber ich finde auch... Aber ich finde, du weißt schon, dass ich lustiger bin. Ja. Und dann habe ich noch mir so überlegt, dass wir halt auch beide einfach so entspannen können und mal nichts machen müssen, so nicht immer unterwegs sein, sondern auch einfach mal auf der Couch liegen können. Okay. Ich würde sagen, dass wir beide ziemlich gut abgeschnitten haben diesmal. Ich würde auch sagen, also ich weiß nicht. Also das mit dem Fach in der Schule hätte ich vielleicht nur wissen müssen. Ja, aber ansonsten mussten wir, glaube ich, beide eigentlich alles, oder? Ja. Eigentlich schon, so ziemlich. Also das war's mit dem Video. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Genau. Diesmal haben wir beide relativ gut abgeschnitten und... Nicht so wie sonst immer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Wir sind da wirklich ziemlich offen für alles. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.